Okay, hier gibt's ein bisschen was zu fressen, habe ich gehört. Irgendwie nicht, ne? So ein bisschen was? Bisschen. Oh, hier gibt's überhaupt nichts zu fressen. Ey, gar nichts. Nichts Geringste, das ist doch bescheuert. Ich laufe nur einmal hier. Ah, doch, ein bisschen. Okay. Dann freue ich jetzt das Ding und mache mich auf den Weg zurück. Wer ist das eigentlich? Ist es entweder irgendein Brüderchen oder. Warum bin ich nur zu zweit? Ach so, ja klar, ich hatte ja nur so ein blödes Weibchen. Naja, passiert. Man redet nicht schlecht über die Mutti. So. Gut. So, jetzt hätte ich die Herausforderung. Habe ich die eigentlich geschafft? Nein. Fast keine. Okay, wir bleiben dann erstmal hier. Laufen am Happiness Store vorbei. Store. So, es dauert jetzt noch ein Jahr. Gibt's hier was zu essen? Ja, wir können ja mal gucken, ob wir was zu essen finden. Ansonsten laufe ich einfach hier kurz lang. Und gehe dann, sobald die Herausforderung aktiv ist, straight in die zur Yamanote und in Yogi Park und so, diese Y-Richtung. Gut, so ein bisschen Zeit muss ich ja hier noch überbrücken, aber das passiert von. Oh, mein Fuß! Au, 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 au! Au, au, au! Was ist das? Das sind das Wölfe. Zack, zack, zack. Und weg sind sie. Starkregen und Smog. Inzwischen dürfte ich mich eigentlich dran gewöhnt haben. Das wird ja quasi eine Punktlandung. Oh, fantastisch. Ich frage mich, was hier passiert ist, dass die Straße so abgefuckt aussieht. Ich wette, das waren die Dinosaurier. Die waren so awesome, dass sie einfach die Straße kaputt geawesomed haben. Ja, das gibt's kaputt awesome. So. Oh, ein Pilz. Komm her. Hehehe. Hehe, sagt meine Katze. Hehe. So. Können wir den Kopf hin und her schweißen? Haha, süß. Ja, Manot. Oh, warum ist denn das alles? Das ist so die tödliche Bugwelle, die ich vor mir her schieb. Wie die Katze von Peter, ey, wenn der die Schnabel aufmacht, ey, so willst du nicht mehr leben. Aber das ist bei Lilly genauso. Das ist halt, weil Katzen keine Zähne putzen und dann halt 10 Jahre fressen, um Zähne zu putzen, machen die dann irgendwann die Schnute auf und dann. Boah, ach du Scheiße. Warte. Okay. Oh, wie mies. Am 12. Februar hat meine Katze Geburtstag und an diesem Tag schreibe ich 2 Klausuren und werde viel zu kaputt sein, um den Geburtstag meiner Katze in irgendeiner Weise gebührend zu feiern. Oh nein, wie ärgerlich. Sorry, Lilly, tut mir leid. 11 Jahre alt wird sie dann. 12.2. Es gibt so Tage, da fällt echt irgendwie alles zusammen. Ich dachte, da schreibe ich Klausuren und Scheiße und komm jetzt her, du blöde. Nein! Oh. Was habe ich denn hier? Heftigkeit, Maximum, Sättigungsanzeige. Hilft mir alles irgendwie nicht. So. Ein wenig hat es mir geholfen. So, du noch. Und dann gibt es wieder Tage, wo irgendwie nichts ist. Wo auch nicht mal was im Fernsehen läuft. Ich meine, ich habe sowieso keinen Fernsehempfang, aber trotzdem kommt dann, passiert dann irgendwie gar nichts. Kein Fernsehen, kein überhaupt nichts. Und dann ist wieder so Tage, da schreibst du Klausuren und deine Katze hat Geburtstag. Was muss ich eigentlich machen? Habe ich gar nicht mitgekriegt. 3000 Kalorien und 2x Früchte. In einem Gebiet, wo es nichts gibt. Ah, oh, das wird schön. Das wird schön. Ich will doch nur diese. Die wollen mir eigentlich einmal auf den Sack gehen, die Leute. Vor allen Dingen gibt es irgendwo nirgendwo was. Irgendwie nirgendwo. Doch, Shibuya, genau da, wo ich nicht bin. Wenigstens ist hier zum Glück nie verschmutzt. Oh, da ist ein Nilpferd. Hier muss ich das Gebiet aber nicht befreien. Nee, sonst wäre ich von längst von Nilpferden gefressen worden. Vor allem wären da viel mehr. Oh, apropos gefressen. Solange es hier noch steht. Solange es hier noch steht. Und mich nicht umbringt, wenn ich es angucke. Nein! Ich sag doch, sobald ich es anfange. Ah.
Das ist wie, als was war ich da unterwegs? Als Säbelzahntiger. Da ist ja auch alles sofort verschossen gewesen, sobald ich es auch nur angeguckt habe. Den Yoyogi-Park soll ich befreien von den Liebwerden, gell? Ich weiß nicht mehr. Ich gehe sowieso in die Richtung. Oh mein Gott, ich will noch was essen. Yoyogi-Park West. Aber da gibt es einen Arsch voll zu essen. Und ich habe noch ein paar Jahre. Probieren wir unser Glück. Hier ist verschmutzt. Na, Cheater. Cheater, Cheater. Aber warum läuft die Zeit weiter, wenn ich markiert? Das ist total Cheater. Na. Ja, dann fahre ich uns auf das Markieren und laufen einfach straight durch in den Yoyogi-Park. Hier gibt es sowieso nichts, ey. Es ist auch verschmutzt, ich weiß es nicht. Warum wird es nicht in der Karte angezeigt? Das wäre viel besser, wenn es angezeigt werden würde. Ah! Oh! Aha! Es wäre viel besser, wenn hier ein goldkackender Esel stände. Es hätte ja funktionieren können. Es hätte ja funktionieren können. Also ich meine, es ist mir egal, was für ein Tier ist, es ist Hauptsache es kackt Gold. Nein? Na gut. Na gut. So viel Glück auf einmal. Warum habe ich jetzt einfach 93% giftig? Ihr seid doch einfach alle blöd. Vor allem bin ich nur zu zweit. Das packe ich doch nie im Leben. Oh Gott. Das packe ich doch nie, ey. Wasserflasche. Erhöht Sättigungsanzeige, verringert Giftigkeit. So. Ich hatte eh keine Wahl. So. Der Regen. Es ist der Regen. So, gut. Zumindest diesen 3000 Kalorien sind wir schon ein bisschen näher gekommen. Die Yoyogi-Park Ost, bleib wo du bist, ey. Bleib wo du bist, blöde Verschmutzung. Die Nilpferde gehen mir schon genug auf den Sack, glaube ich. Ich will ein Nilpferd spielen. Na. So, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Oh, scheiße. Ich glaube, das wird nicht gut. Ich glaube, das wird... Oh, Sonne! Sonne! Und ihr kriegt noch was angezeigt. Fantastisch. Oh, fuck. Die wollen das nicht. Die sind da, glaube ich, gar nicht so dahinter. Wobei ich die aber ganz schön dicke fressen kann, glaube ich. Oder auch nicht, die fressen mich. Aber vor allen Dingen habe ich nicht mehr so viel Zeit. Na, scheiß drauf. Oh, der hat meinen Kumpel gefressen. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen... Ich muss was fressen. Beeil dich. Sehr schön. Und markieren. Oder auch nicht. Es ist aber gut. Nein. Nein. Hallo. Ihr blöden Viecher. Markiert's. Das wird doch nie was. Nein. Das ist einfach bescheuert. Jetzt muss ich auch noch den blöden Büffel leveln. Arg. Arg, das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Okay, und jetzt? Dann versuchen wir es unser Glück mit den Hyänen. So. Ich habe noch nicht mal diese blöde Maske freischalten können. Das ist, ich wollte gar nicht so viel. Hallo, Hyäne. Generation 29. Ich habe unter der Woche ja auch gar nicht so viel Zeit zu leveln. Das heißt, ihr müsstet mir entweder beim Leveln zu gucken oder ich versuche 50 Mal. Oh, was ein Dilemma. Na, ich versuche unter der Woche hinzukriegen, was ich kann. So. Wie kriege ich jetzt den Bären? 4 Herausforderungen. Okay, gut. Gut. 3000 Kalorien, 15 Tiere, Shibuya Außenbezirk. Nein! Alles klar. Sieht gut aus. Jetzt bin ich wenigstens klein und wendig. Ihr kennt diesen Anblick. Eine Hyäne. Naja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück und pack den Bären. Ich meine, ich bin immerhin in Generation 29. Das Maximum, habe ich gehört, ist Generation 99. Ein bisschen Luft nach oben wäre also noch. Okay, also wenn ihr nächste Woche einschaltet und meine Hyäne ist einfach aus Trotz auf Leveln oder auf Generation 99 hochgepuncht, dann wisst ihr, dass ich den Bären wahrscheinlich packen werde.
Ich meine, ich bin ja schon eine Levelerin. Ich habe erzählt, dass ich bin einfach Rollenspielerin. Es gehört einfach zu mir wie atmen. Wie dein Name an der Tür. Nee, bloß nicht. Und ich level eigentlich auch sehr gerne. Also ich mag das Level eigentlich total gerne. Nur manchmal geht es mir einfach tierisch auf den Senkel. Also ich habe erzählt, dass ich Final Fantasy X nicht durchgespielt habe. Weil einfach da dieser eine Gegner mir einfach tierisch auf die Eier geht. Und da bringt auch das beste Level nichts. Und da habe ich halt auch irgendwie auch gar keinen Bock mehr zu leveln. Aber es gibt Spiele, da mache ich es gern. Oder in Person habe ich auch gelevelt. Ich bin generell jemand, der irgendwann einfach overpowered ist, weil ich einfach gar nicht so aktiv, aber doch schon sehr am Leveln bin. Ist. Also ich kämpfe dann irgendwie auch gegen alles, was mir vor die Flinte kommt. Und ja, bin dann irgendwann, wenn es auf Stufe 20 ausgelegt ist, ja dann auch schon auf Stufe 25. Deswegen, das passiert bei mir. Deswegen habe ich meistens keine Probleme, aber dann gibt es wieder Sachen, wo du denkst so... Ja, so sieht's aus. So, was musste ich machen? Shibuya Außenbezirk und Tierchen fressen. Ja, ja. Ah, krieg ich hin. Krieg ich hin. So. Oh, geil. Ah, oh, geil. Hahaha. Zwei auf einen Streich. Ich muss jetzt gerade an die Geschichte von Janus. Ihr kennt doch bestimmt das tapfere Schneiderlein. Also dieses Märchen. Und ich hatte früher als Kind ein Buch von Janosch, der das irgendwie neu interpretiert und auch illustriert hat. Und es war so gruselig. Es war so gruselig einfach. Weil es irgendwie, das tapfere Schneiderlein wurde dann irgendwie als Kriegsmeister eingesetzt und hat dann irgendwelche Maschinen, wo er nur einen Knopf drücken müsste und irgendwie 1000 Leute umgebracht hat. Und das war halt auch irgendwie mit Leichen und kopflosen Leuten gezeichnet. Und ich war ein Kind, ey, das hat mir so Angst gemacht. Genauso wie die Geschichten von Hans Fallada, die Geschichten aus der Murkelei. Ich meine, ich lese sie zwar jetzt, also ich habe sie letztens gelesen, aber jetzt bin ich halt auch schon erwachsen und mir machen andere Sachen Angst. Aber als Kind hat das echt die Scheiße aus mir rausgekriegt. Also, Janosch mochte ich auch nie. Also generell, egal was der gemacht hat, ich mochte Janosch nie. Aber dieses Buch, ey, das war einfach total kaputt, ehrlich.